people of Mandalore. We need action, not pacifism. Nachdem ich gestern ein Video zur ersten Set-Fotos von John Favreau's Serie veröffentlicht habe, gibt es nun schon wesentlich mehr Informationen zur Serie mit dem Titel The Mandalorian. So wurde nun also, wie bereits angesprochen, der offizielle Titel und eine Kurzbeschreibung bekannt gegeben, welche der Produzent, John Favreau selbst, die Serie in wenigen Sätzen zusammenfasst. Nach den Geschichten von Jango und Boba Fett erhebt sich ein anderer Krieger im Star-Wars-Universum. Die Serie ist nach dem Fall des Imperiums und vor dem Aufstieg der Ersten Ordnung angesiedelt. Wir folgen hier diesen einsamen Schützen in die unbekannten Regionen der Galaxis, weit weg von der Autorität der Neuen Republik. Das bestätigt den Wunsch vieler, dass die Serie sich um Mandalore drehen wird, enttäuscht sie aber auch auf der gleichen Seite. Denn der Text sagt ganz klar aus, dass es eben nicht um Boba Fett geht, sondern um einen völlig neuen Charakter, der bisher von einem noch unbekannten Schauspieler verkörpert wird. Let's go. Des Weiteren wurde ein erstes offizielles Bild zur kommenden Serie veröffentlicht. Dieses zeigt den Kopfgeldjäger in seiner grau-braunen Rüstung. Auf dem Rücken scheint er ein etwas größeres Gewehr zu tragen und an der Seite einen kleineren Blaster. Der Rest erinnert aber sehr an das einst eingestampfte Kopfgeldjägerspiel 1313, in welchem wir eine solche Story selbst erleben sollten. Ein besonderer Teil der Serie ist, dass die einzelnen Episoden wie auch bei der Sequel-Trilogie von verschiedenen Regisseuren gedreht werden. So soll die erste Episode vom Schöpfer der Clone Wars persönlich verfilmt werden. Geschrieben wird das Ganze aber weiterhin gänzlich und allein vom Iron Man-Regisseur Jon Favreau. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wo die Serie spielen könnte, dann klickt mal hier links auf das Video. Und jetzt schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von der Serie erwartet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.